Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht hier wieder weiter im Dschungel. Aktuell sind wir auf dem Weg zum Vulkan, haben uns hier vom großen Eldorado? Nee, Eldorado war jemand anders. Von dem König der Raben quasi eine Unterstützung geholt. Die haben uns hier kurzerhand eine krasse Zugbrücke mit Seilwinde gebaut. Und jetzt kommen wir wohl easy rüber. Ja. Zum Vulkan. Aber. Ach so. Ist das hier direkt Bossfight oder ist das jetzt ein neues Kapitel? Das ist die Frage, ne? Aber Leute, wisst ihr was? Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, uns stärker zu machen. Also nochmal einen Kollegen nochmal plus 1 aufzuwerten. Irgendwie hätte ich Bock, das noch eben mal zu machen, denn ich erinnere mich halt düster, dass wir in der Kanalisation noch so ein Ding hatten zum Aufwerten. Ich glaube, ich hätte Bock, da nochmal schnell hinzugehen, bevor wir da in den Bosskampf reingehen. Dementsprechend, ich hoffe, das ist okay für euch, wenn wir nochmal kurz zurückreisen, in die Kanalisation gehen und dann in den Vulkan gehen. Auch wenn ich gedacht hätte, der Vulkan ist ein eigenes Gebiet. Aber scheinbar, ich weiß nicht, ist es jetzt direkt Bossfight? Wäre natürlich der Hammer. Dann hätten wir ja nämlich das Kapitel hier schon abgeschlossen. Mal ganz kurz für mich, ich habe den Orden angelegt, wo wir die Platten sehen, oder? Protektor? Ja, Spion, genau. Spion haben wir angelegt. Nicht der schon wieder. Ich bin aktuell hin und her gerissen, wen wir aufleveln sollen. Aber ich glaube, ich werde hier die Sonne aufleveln. Unsere Babysonne. Ich glaube, damit wäre ich fein. Weil unsere Babysonne kann uns halt selber verstärken. Möchtet ihr nach Todd Town zurück? Jo. Mal ganz kurz, Leute. Geht gleich wieder weiter hier im Dschungel. Whee! Let's go. Das können wir doch bestimmt skippen, oder? Och, nö. Japs. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin den ganzen Weg hergeschwommen. Also gut, Mario. Ich hau dir jetzt auf die Hucke voll, dass du es niemals... Tschüss. Was? Warte, wohin gehst du? Warte, Mario, bleib hier. Komm sofort hierher, du Hasenfuß. Schnall. Schwimmt er wieder zurück. Armer Kerl. Können wir das skippen? Wir können das nicht skippen? Warum kann man das nicht skippen? Erwischt ihr uns jetzt auf Wahl? Müssen wir jetzt auf Wahl gegen den kämpfen? Ich will nicht wieder gegen den kämpfen. Warum? Ich will doch nur mich aufwerten. Ja. Warum muss man denn die Szene einbauen nochmal? Es sei denn, jetzt kommt natürlich jetzt wirklich was Neues, dann sage ich nichts dagegen. Aber nö, ne? Doch, der kommt jetzt echt. Wir müssen jetzt echt gegen den kämpfen in Todd Town? Ich werde nie wieder in meinem Leben schwimmen. So, Mario, diesmal gehörst du mir. Ja. Echt jetzt? Kann doch nicht wahr sein. Jetzt geht's rund. Mach dich auf was gefasst. KP minus 20, weil er einfach so erschöpft ist. Oh nein, ich habe fast keine KP mehr. Und das nur wegen der blöden Schwimmerei. Da muss ich wohl ein paar meiner neuen Fähigkeiten einsetzen, um diese Schwäche wettzumachen. Pass gut auf. Mehr Kraft. Boah. Und ein Stachel auf dem Kopf. Ich kenne alle deine Kampftechniken, Mario. Siehst du mein Outfit? Der Stachel, die Flügel, du kannst mich jetzt nicht angreifen. Ich bin der klügste Kämpfer der Welt. Ich bin unbesiegbar. Jo. Mitglied wechseln.
Oder halt Gumbario. Gumbario ist halt auch cool zum Aufwerten. Denke ich. So, Fähigkeiten, Scanner. Das ist Junior Trooper. Er ist den ganzen Weg hinterher geschwommen. Der Junge hat wirklich Nerven. 40, Angriffskraft 6, Verteidigung 1. Er fliegt noch immer, aber jetzt hat er auch noch einen Stachel am Kopf. Du solltest nicht auf ihn springen. Er scheint etwas stärker geworden zu sein. Glücklicherweise scheint er aber auch ziemlich verausgabt zu sein. Er ist sicher total erschöpft, der kleine Kerl. Ist bis nach Lava Island und zurückgeschwommen. Es ist besser, ihn aus der Entfernung anzugreifen, als direkt zu attackieren. Ja, die Sache ist, die... Habe ich jetzt überhaupt was, wie ich den angreifen kann? Ruhigsteller. Senkt die gegnerische Angriffskraft um 3. Wie lange? Wie lange mache ich das? Ein Angriff, oder? Ja, die Sache ist halt... Jetzt bräuchte ich mal das Stachelding, ne? Zum Draufhüpfen. Das ist doch kacke jetzt. Alle Gegner. Mann, ich habe jetzt halt gar nichts, ne, womit ich den angreifen kann. Ist doch scheiße. Kann ich den einschläfern? Ich mache erstmal Sternsturm. Ich habe ja keinen anderen Angriff erstmal. So, erstmal einen Schluck Kaffee, Leute. Ja, was soll ich tun, ne? Hey, was zur? Darauf war ich nicht vorbereitet. Ist das überhaupt gesetzlich erlaubt? Nee. Boah, 6 Schaden. Alter. Okay. Ich meine, ihn muss ich jetzt auch wieder wechseln, denn wir... Ich könnte mit Watt angreifen. Sushi, Buhu. Paracarry müsste auch gehen. Na komm, ich probiere mal Sushi aus. Feuert Wasserstrahl. Ein Wasserblock erhöht Marios Verteidigung für kurze Zeit. Ist auch nicht schlecht, aber ich mache mal Wasserstrahl. Ah, toll. Ja, ich habe es ein bisschen falsch gemacht. Ups. Okay, nochmal Sternsturm. Aber kriegen wir alles hin. Ich hätte das jetzt auch easy mit dem Hammer machen können oder mit einem Hammerwurf halt, ne? Aber haben wir halt aktuell alles nicht ausgerüstet, das ist halt das Doofe. Gut, das haben wir geblockt. Und jetzt beenden wir das gute Stück mit Wasserspucker. Ah, okay. Habe ich verstanden. Ja, war jetzt nicht so schwer. War halt nur unerwartet und ich war nicht vorbereitet, ne? Oh, weißt du was? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich habe Flügel. Wenn ich einfach zur Insel geflogen wäre, hätte ich meine ganzen KP nicht verschwendet. Dann hätte ich Mario im Handumdreh besiegt. Ich bin so blöd. Aha. Ja, hier ist irgendwo noch ein Sternsplitter, ne? Aber wo genau? Keine Ahnung. Ich hasse das. Ich müsste eine riesen Schockwelle einfach auslösen mit meiner Arschbombe. Also riesig. 10 Kilometer mindestens. Ah, hier ist er. Ja, ich habe ihn gefunden. Nice. Auch schön. Gut, dann sind wir jetzt erstmal geheilt. Geheilt. Geheilt sind wir nicht. Warte mal. Heilen muss ich mich theoretisch. Hier ist auch irgendwo ein Sternsplitter, oder? Ach, hier ist keiner. Okay, hier gibt es keinen Sternsplitter. Hier aber, oder? Ja. Ja, toll. Also es wäre irgendwie cooler, wenn das mir noch ein bisschen genauer angezeigt wird, aber Wunschdenken wahrscheinlich. Hm, 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 hm.
Hier vielleicht. Auch nicht. Nö. Okay, hier ist schon mal gar nichts. Das nervig, ey. So, wie waren das? Haben wir jetzt hier... Hier waren ganz viele Koopas. Sind die jetzt wieder da? Ach, hier komme ich jetzt auch weiter. Ja, das können wir theoretisch im nächsten Part machen. Sind die jetzt alle wieder da? Nö. Okay, das gefällt mir. Und jetzt müssen wir ja theoretisch nur hier rüber hüpfen, ne? Nur hier rüber hüpfen, sagte ich. So. Ich nehme Watt, okay? Ich weiß wahrscheinlich für Lava ist jetzt Sushi besser, aber ich denke mal im Allgemeinen. Megaschock, kein Gegner rührt sich mehr. Fächerlady, er lernt Fächerlady, das nenne ich Bestrafung. Valkyrie, Thor und Odin würden dies gefallen. Megabombe, hier bleibt kein Auge trocken. Oh, Megabombe hört sich auch geil an. Feuerpanzer, das ist glaube ich jetzt schlecht. Multikopfnuss. Da könnte ich halt jetzt einen Flächenangriff mit ihm machen, das ist bestimmt auch nicht schlecht. Oder zu nah. Wasserschaden erster Güte. Ja, oder ich mach das halt. Aber Megabombe hört sich halt auch richtig krass an. Noch größerer Flächenangriff? Oder doch Tsunami? Hört sich halt auch noch einen Flächenangriff an. Ich nehme mal das, komm. In der weisen Vorhersicht, dass wir jetzt einen... Sushi wurde in den Ultrarang aufgestuft. Ja, in der weisen Vorhersicht, dass wir jetzt einen Feuergegner haben oder mehrere Feuergegner haben, mache ich das mal so. Okay. Ich weiß nicht, ich könnte hier nochmal schnell. Wir haben noch 8 Minuten. Komm, ich gehe mal kurz in die blaue Röhre, heile mich und dann gehen wir darüber nochmal. Und gucken mal, ob wir da noch was Neues machen können. Zack. Wie viele Sternsplitter habe ich aktuell? 20. Ab 25 konnte ich mir so ein Angriffsding leisten, aber ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Weil das kostet halt auch wieder 6 Ordenpunkte. Ja. Das ist viel. Okay, wir gucken mal. Da gibt es auf jeden Fall... Blooper! Ja, kam jetzt auch unerwartet. Goombario. Mein Guter. Jetzt zeig mir doch erstmal, was... Achso. Zeig mir doch erstmal, was der hier macht. Das ist ein super Blooper. Wow, der ist ja riesig. Sicher der größte Blooper aller Zeiten. 70... Okay, 75. Glaubt mir, seine Größe entspricht seiner Kraft. Wenn er zornig wird, läuft er rot an und seine Kraft steigt. Manchmal bringt er auch Blooper-Babys hervor. Sei gewappnet, Mario. Jetzt geht's um die Wurst. Okay. Blooper-Babys. Torhüpfer. Ich habe halt jetzt gar keine Sternpunkte mehr. Das ist gerade super schlecht. Ich mache einfach einen normalen Angriff erstmal. Wow. Das ist Action-Kommando wieder sehr schwer. Okay, 5. 5 Schaden. So, jetzt ihn hier wechseln. Sushi. Fähigkeiten. Tsunami. Erzeugt eine Gezeitenwelle, die alle Gegner trifft. Ein Wasserblock erhöht Marios Verteidigung für kurze Zeit. Ich glaube, das mache ich erstmal. Drücke A, wenn aufleuchtet. Okay.
Das sind jetzt eher die Anzahl der Runden, ne? So, Verteidigung plus 1 für 4 Runden wahrscheinlich. Das mache ich jetzt erstmal. Und dann machen wir nochmal einen Jump. Ich habe hier keinen anderen Angriff. Shit, das ist echt schwer. Babys. Okay, dann zeigen wir mal dein Tsunami. Erzeugt eine Gezeitenwelle. Drücke B, A. Oh Gott. Ich überlege gerade, wo der C-Stick ist. Okay. Alles klar. Ich war noch nicht ganz gewappnet. Ich habe jetzt jedem 5 Schaden gemacht, richtig? Okay, Baby Plooper, den habe ich jetzt nicht gescannt. Ja, ist doch nicht so schlimm. Ich mache jetzt nochmal einen Donner auf alle. Und dann sollten die doch alle wieder weg sein, oder? Jo, okay, cool. Okay, der lädt sich jetzt auf. Das heißt, der nächste Angriff wird wahrscheinlich richtig böse. Dementsprechend würde ich jetzt mal Mitglied wechseln. Auf Bu wechseln. Und würde... Ich mach mal den hier. Ich verstärke mal meine Sprungangriffskraft um 2. Wechsel mal auf sie und mach mal unsichtbar. So, damit sollte ich ja jetzt den nächsten Angriff blocken. Ja, ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Dafür ist sie jetzt eine Runde, glaube ich, aussetzen, ne? Okay, jetzt mache ich meinen Jump. Shit. Ey, ich treffe den nicht doppelt. Das ist super schlecht. So, Verteidigung sinkt auf 0. Mitglied wechseln. Wir wechseln zurück auf Sushi. Und du zeigst uns jetzt nochmal deinen Wasserstrahl. Okay, 6 Schaden. Könnte wahrscheinlich 7 anrichten. Okay, es geht weiter mit einem Sprung. Er wird wieder super böse. Ah, ne. Okay. Das heißt, wir machen wieder Tsunami. Ah, ich bin da echt nicht so gut drin. Diesmal 6. Okay, 6 Leben haben die. Alles klar. Kein Problem für uns. Okay, Wiegenmiet könnte man jetzt theoretisch machen. Ich habe auch gerade nur Sachen, die BP wiederherstellen, ne? Das ist auch nicht so geil. Oh. Okay, er wird wieder böse. Läuft jetzt schon ein bisschen besser mit meinem Kommando. So. Ja, ich weiß. Mario kann sich bewegen. Wir wechseln wieder auf Bu. Und machen uns unsichtbar. Und ich glaube, ich muss gleich meine BP mal erhöhen. Weil sonst bin ich dead. So. Ja, ich mach Kuchen. Oder ich mach das.
Ich mache Erfrischung, heil mir 5 KP und 5 BP. Ah, es wird auf jeden Fall ein knappes Ding, Leute. Es wird ein knappes Ding, aber ich würde sagen, wir ziehen durch, oder? Die Folge machen wir noch zu Ende, bis der Kampf zu Ende ist. So, jetzt kommt ein normaler Angriff, oder? Ja. Okay, wenigstens geblockt. Das ist gut. So, dann machen wir jetzt einen Jump. Jetzt klappt's. Ich hätte ihn jetzt auch schon besiegt, wenn ich die ganzen anderen vorher getroffen hätte. Aber, nee. Hab ich halt nicht. Doof. Okay, ich wechsle wieder auf Sushi. Oder? Oder ich bleib bei ihr und mache einfach mal eine Ohrfeige. Bam, 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 bam. Macht auch 5 Schaden immerhin. Muss ich keine PP verschwenden. So, jetzt kommen... Okay, jetzt kommen wieder kleine Fischis. So, das heißt, ich wechsle wieder auf Sushi und mache Tsunami. Hoho. So. Feuer frei. Hm. Bin doch nicht gut da drin. Mir fehlt ja noch ein bisschen Geschwindigkeit. Ich glaube, ich könnte 8 Schaden anrichten. Aber wir haben besiegt. Wir haben es jetzt geschafft. Zack. Und tschüssi, mein Freund. Hätte wesentlich besser laufen können. Aber, naja. Mal gucken mal. Noch 5 Punkte und wir sind Level up. Geil. Und jetzt kriegen wir bestimmt auch noch eine Abkürzung zurück nach Lava Island. Ist das geil. Aber... Nein. Ja, Leute, hier endet erstmal der Part. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter. Da sind auch neue Gegner mit dabei. Ah, das war richtig schlecht. Richtig dumm von mir, das jetzt zu machen, ne? Ja, ich glaube schon. Okay. Gut, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und beim nächsten Mal schauen wir uns das hier an, wie es weitergeht. Tschüssi.